Die Cosquea-Höhle bei Marseille gilt weltweit als einzige Unterwasserhöhle mit prähistorischen Felsmalereien. Als die Kunstwerke vor 25.000 Jahren entstanden, lag der Meeresspiegel 135 Meter niedriger. Heute sind die Kunstwerke akut bedroht. Seit 2015 wurde an einer Kopie gearbeitet. Ich habe an der Rekonstruktion mitgearbeitet, hauptsächlich mit Binmalern und Plastikern, die all die Nachbildungen herstellen, weil ich habe ja alles im Original gesehen. Denn es geht ja darum, der Realität so nah wie möglich zu kommen. 2500 Quadratmeter misst die Höhle unter dem Meeresspiegel. Sie birgt rund 600 Zeichen, Bilder und Schnitzereien. Alles wird originalgetreu nachgebildet. Wir haben einen ganzen Raum, der den paläolithischen Kontext beleuchtet. Warum gab es vor 30.000 Jahren große Pinguine im Hafen von Marseille und Gemälde in der Höhle von Cosquea? Und warum ist der Meeresspiegel seit der Eiszeit angestiegen? Die Zerstörung dieser Wunderkammer mehr als 30 Meter unter der Meeresoberfläche ist teils natürlich. Seit Ende der letzten Eiszeit ist das Wasser gestiegen. Seit 2011 aber steigt es rasant. Dieses Erbe der Menschheit wird nur als Kopie überleben.